So, ja, öffentliche Ordnung nochmal und ja, ein bisschen. Das hat aber wehgetan für ihn. Ja, also der war ja auch ziemlich dumm. Ach, hier sind die Rebellen rausgekommen. Okay. An sich kann ich den jetzt auch. Tut mir leid, das kann ich. Bisschen ärgern. Okay. Na gut, war nur so eine Idee, gell? Warte mal, du gehst jetzt auch mal raus. Und gehst mal dahin. Ja, ist ja, also wenn es zur Rebellion gekommen ist, ist man ja ein paar Runden geschützt. Ich glaube, ja, 36, also so, dass man immer plus 20 hat. Aber auch nur paar Runden. Es sei denn, man entscheidet sich dazu, die Rebellen gleich zu töten, dann ist es natürlich anders. Dann geht natürlich die Zufriedenheit wieder runter. Was wollten wir hier? Hier haben wir 4 Pikniere, 2, 4, 6, 8. Ich brauche mal andere Einheiten. Das wurde langweilig. Na gut, dann machen wir mal 10 Hopliten Phalanxen. Naja. Gut, was muss ich dafür? Hier 4, 7 und 9 insgesamt, 9 Runden. Okay, wie sieht es jetzt eigentlich im Norden aus? Ach, die mögen mich? Okay. Die mögen mich ein bisschen, okay. Das heißt, die können wir. Wobei, wir wollten ja. Wir wollten noch nicht. Klein, ja doch, wir wollten hier rum, ne? Wir wollten die königlichen Skythen vernichten. Das heißt, die Geten müssen auch dran glauben, aber die mögen uns. Schade. Was geht denn? Ja, aber wir müssen auf jeden Fall die königlichen Skythen weghauen, bevor die zu große Armeen rekrutieren können. Und es pa passiert relativ schnell sogar. Beziehungsweise die. Oh! Ich hab. Oh! Ich habe gar keine Helden mehr. Hier mache ich den. Du kannst mir dienen, indem du hier reingehst, aber das kannst du noch nicht. Gut, du hast jemand, du hast niemand. Die 3000. Die 3000 haben niemand. Also nicht gut. Öffentliche Ordnung ist uninteressant für den Helden. Angriffsreichweite für Belagerungswaffen, die benutze ich ja auch nicht. Minus Erfolgswahrscheinlichkeit für feindliche Agentenaktion. Das ist noch das Interessanteste dabei. Auch wenn es nicht ganz so interessant ist. Was kannst du überhaupt in der Diplomatie machen? Jetzt allgemein oder also allgemein kann ich relativ viel machen. Also bei Troy oder also bei den neueren Sachen kann man mehr machen. Aber seid an sich. gegrüßt, mein Ja, Freund. bla bla. Besprechen alles, was ihr wünscht, doch bringt uns Worte, die unsere Herzen erwärmen. Schwuchtel. Na, Spaß. Also, erstmal. Nee, du mit deinen festen Verbündeten. Wie meinst du jetzt? Ja, mit den festen Verbündeten kann ich ja alles machen. War das schon wieder so eine Ausfrag-Sache? Was ist los mit dir? Du Schüler, du. Jetzt gerade, ob du da was machen kannst. Jetzt, ach so, jetzt gerade, aber ich, ach so.
Ja, schauen wir mal. Okay, Knossos, was du bist eigentlich schon relativ. Willkommen, willkommen. Im Geiste der. Okay, da kann ich. Also Handelsding kann ich ja mit keinem machen, außer mit Athen. Ist ein bisschen blöd. Willkommen, willkommen. Im Geiste der. Ey, du hast dasselbe gesagt wie Knossos. So. Ich könnte mal ein bisschen scouten gehen, ne? Seid willkommen und sprecht frei und ohne Angst vor Konsequenzen und Gefahren. Oh, okay, Krieg. militärischer Zugang. Krass. Eure Worte erfreuen die Götter und mein Volk. Apropos Pergamon, ich muss durch dich durch. Botschafter eines solch großen Volkes ehrt mich. Nice. Ich muss annehmen, auch wenn es meiner Ehre missfällt. Wieso? In euren Worten steckt viel Wahrheit. Ja, ich muss halt durch. So. Byzin. Die sind hellenistisch. Wusste ich gar nicht, dass die hellenistisch sind. Das ist jetzt ein Problem, ne? Also das Problem ist, wenn ich die vernichte. Also kann ich ja. Dann ist Pontos auf mich sauer. Dann muss ich mich erstmal mit Pontos einschleimen, aber die sind halt schon defensive Verbündete. Das ist interessant. Gut, Galatien. Ach, das ist so blöd, dass hier so viele Völker sind, die miteinander verbündet und so weiter sind. Das ist nicht gut, ja. Das ist echt nicht gut. Oder ich vergesse den Osten und schau mal, was der Osten mit Kleinasien macht. Weil meistens wird Galatien richtig, richtig groß und vernichtet die anderen. Oder Pergamon wird riesig. Also eins von beiden. Pontos wird selten groß, aber habe ich auch schon ein, zwei Mal miterlebt. Aber dann würde ich eher erstmal den Norden, also straight in den Norden, also ein bisschen Nordosten. Weil da habe ich keine Probleme mit so Semi-Hellenen und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt besser. Geten, du magst mich zwar, aber ich mag dich nicht. Beziehungsweise ich muss durch dich durch. Und dich halt dann währenddessen mitnehmen. So. Rom zerstören. Ja, ich will Rom noch nicht zerstören, weil ich will, dass Rom groß wird. Aber die Veneter sind da. Ich will halt, dass Rom groß wird, weil dann machen die Schlachten gegen die richtig Spaß, weil die sind richtig schwer. Weil also die Römer haben mit unter die besten Late-Game-Armeen. Und das wird dann echt immer knifflig. Vor allen Dingen, weil die Legionäre halt alle Fernkampf auch haben, also die Pilas. Und ist die Mehrzahl von Pilas? Ne, wahrscheinlich nicht. Pile? Naja, ich hatte nie Latein. So. Auf jeden Fall macht das richtig Spaß, gegen die zu kämpfen, weil die, wie gesagt, ziemlich, ziemlich krass sind. Bekommst Unterhaltskosten weniger. Da bekommen wir schon 4300 nächste Runde. Doch Marcelia ist im Norden und die sind meist mit den Armeniern verbündet, die aber keltisch sind. Reichtum und
ein Platz in der Geschichte. Nicht Angriffspakt. Das wird unser sein, wenn wir als Freunde zusammen. Ja. Massilia und die Arvena. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig? Ihr habt. Massilia und die Arvena. Interessant. Ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen. Ja. Wir haben ja Geld, ne? 2700, kein Problem. Aber. Also gerade ist es wirklich kein Problem, weil wir 35.000 haben. Wieso haben wir 35.000? Ja, Bankett mit Rival. Was können wir denn da tun? So, deswegen. Unterhalte mindestens 60 Einheiten. Gut, dafür haben wir jetzt 20.000 bekommen. Not bad. Oh, hallo. Gehe jetzt mal hier rein und mit der Armee greife ich mal die an. Automatisch. Jetzt sinkt halt wieder die... Oh, Rang 4, das ist gut. Jetzt sinkt halt wieder die öffentliche Ordnung, aber auf 0. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Hier können wir auf jeden Fall erstmal unbezügbare Hellenen. Schoss auf Hinterhalt, Moral bei Nachtkämpfen. Chance auf Vorausahnen eines feindlichen Hinterhalts. Das Ding ist halt, das finde ich etwas komisch. Also vielleicht ist es nur meine Sicht. Vielleicht ist es auch gar nicht so, aber das letzte, plus 10% Chance auf Vorausahnen eines feindlichen Hinterhalts. Ich bekomme nur Hinterhalt. Meine Armee gerät nur dann in Hinterhalt, wenn der Gegner mich beim Gewaltmarsch abfängt. Und sonst die KI legt sich nie auf Lauer. Also habe ich irgendwie so noch nie erlebt, oder ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals erlebt zu haben. Aber ich glaube, das war nie so. Gut, große Lagerdinger, blub blub. Minus Unterhalt plus Moral, Verstärkungsrate. Ist eigentlich schon ganz geil. Aber ich mach mal hier das da. Unbezwingbare Hopliten. Und in Gewaltmodus und gehe mal da rein. Damit es schneller jetzt auf einen positiven Nenner kommt. So, du kannst hier jetzt nicht hin. Du gehst mal Richtung Norden. Genau, welcher bekommt den jetzt ab? Ah, der da, genau. Welche Ausbildung? Steht gefälligst gerade. Hier, Kanaken. Was? Gut, was mache ich denn jetzt? Nichts. Diese Runde noch nichts. Also ich könnte den eigentlich angreifen. Ist halt ein Hinterhalt. Können wir automatisch machen. Aber wir spielen es mal. Sonst wird es ja langweilig. Ich muss halt schauen, dass ich so schnell wie möglich seine Fernkämpfer einkessel. Und die sind zum Glück alle hinten. Warte, ich habe 2, 4, 6, 8, 10. Das heißt 5 auf dieser Seite. Und 5 auch dieser Seite. So. Ihr geht mal hier hin. Wobei, ihr könnt ja sogar hier rauf. Oder, warte. Ihr geht hier rauf. Ah, komm. Okay. Ihr bleibt mal flach. Flach auf der Erde. So.
Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Zu Befehl. Doppelte Geschwindigkeit. General! Doppelte Geschwindigkeit. So. So. Ja, einfach stehen bleiben. Ihr bleibt da. So. Wow, die Zange für die Fernkämpfer hat ja wirklich was genutzt. Okay. Renn heißt Rennen, ne? Und nicht einfach so. Ja, okay, das war ein bisschen kacke. Der hat einfach zu viele. Unser General wird angegriffen! Zu viele Kavallerusten. Weißt du eigentlich, wo die Pause-Taste ist? Ja. Raid, das hatten wir schon. Die brauche ich nicht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schatz. Beziehungsweise ich könnte sie nutzen, aber ja, wenn es ohne geht. Es ist halt mit ein bisschen, also was jetzt der Raid meint, ich könnte hier halt auch noch Befehle geben und schauen, was Sache ist. Aber das wäre ja ein bisschen nicht cheaten, aber das wäre ein bisschen leichter. Wie gesagt, ich habe es mir halt so angewöhnt, weil ich sehr viel auf Legendär gespielt habe. Und da kann man das eben nicht machen. Da kann man während der Pause jetzt kommt einer von hinten. Während der Pause kann man nicht keine Befehle geben. Genau. Ah, dass die immer irgendwo stehen bleiben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Na, die werde ich nicht einholen. Ich lock die mal ein bisschen wieder zurück. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Und hoffe, dass er so chillig ist und mir hinterherkommt. Das ist doch schon mal gut. Wir sind ein bisschen zu viele auf einem Plop. Also zu viele auf einem Plop, die ploppen halt einfach. Das ist nicht gut. So, hier. Okay. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hier, du dahin, du dahin, du dahin, du da, du da, du da. Du machst den doch platt, ne? Schön. Gut, das passt dann eigentlich, ne? Sonst ist hier niemand. So, hier habe ich vorne einen gesehen, aber ich weiß nicht, ob der zurückkommt. Ich hätte auf jeden Fall meine Fernkämpfer besser schützen können und müssen.
Das war ein bisschen schade und dumm, aber okay. So. Im Hinterhaltskern keine Pause-Taste drücken. Hast du aber schon mal gemacht. Pause gemacht. Ja, das mache ich ja dann vor allem, also ich weiß nicht, ob ich es auch einfach so mal gemacht habe. Und zwar, wenn der die Armee einfach irgendwo hinschickt. Also da gibt es ja diesen Bug. Deshalb lässt sich die ganze Armee auswählt und sie dann in einer Reihe dann schickt. Da benutze ich das schon. Aber ja, sonst will ich es eigentlich vermeiden. Und ich hätte halt absolut gar keinen Bock auf den Stress. Ich weiß nicht. Also mir geht's nicht um den Stress, sondern um die Herausforderung, weißt du? Also ich meine, wenn klar, also ich habe halt auch einige Male ich habe die jetzt vernichtet. Ich habe auch einige Male gegen echte Spieler gekämpft, also nicht gegen KI, und da kann man es ja auch nicht. Und da, also ich habe es mir so antrainiert, dass ich halt wirklich das kann, also dass ich ja auch gegen echte Spieler kämpfen kann. Und das ist auf jeden Fall, hat was mit Stress zu tun, das stimmt, aber wenn du es kannst, ist es cool und nicht wirklich stressig. Es ist eher eine Herausforderung. Ja, naja.